Heyo, es geht weiter mit Let's Play Tales of Symphonia. Beim letzten Mal haben wir irgendwas gemacht. Ich weiß nicht mehr, eventuell das Kolosseum. Falls irgendwas hier anders klingt, anders aussieht, sich anders anfühlt, alles anders ist, das liegt daran, dass fast alles anders ist. Ich habe einen neuen Computer, ich habe einen neuen Monitor, also nehme ich mit einer anderen Auflösung auf. Ich habe ein neues Aufnahmeprogramm, ich habe ein neues Videobearbeitungsprogramm, ich habe ein neues Betriebssystem, Was ist denn nicht neu? Die PlayStation und der Grabber sind alt. Mein Mikro ist alt. Ja. Und da unten stand gerade der, dass es deprimiert, aber es ist irgendwie weg. Jetzt fühle ich mich deprimiert. Habe ich jetzt ein Skit verpasst, weil ich zu lange gelabert habe? No! Wir machen mal schnell einen Kampf in der Hoffnung, dass der Skit dann respawnt. Kennen wir diese Feinde? Warum sind wir auf dieser Insel? Was? Ich hätte mir vielleicht den letzten Part nochmal angucken sollen. Oh, hatten wir so ein Laberteil hier entdeckt, wo wir mit irgendeinem Charakter gesprochen haben? Waren wir deswegen hier? Ich weiß es nicht mehr, Leute. Hatten wir alle Sidequests gemacht, die wir machen wollten? Vermutlich. Ich weiß nicht, ich hatte beim letzten Mal nicht wirklich viel Zeit. Deswegen habe ich einfach ein bisschen Kolosseum gespielt. Aber jetzt gucken wir nochmal kurz, ob dieser Skit auftaucht. Und ansonsten, aha, Zelos ist deprimiert. Was ist los mit dir? Du machst dir nicht so völlig Sorgen um mich. Könnte das Liebe sein? Amore? Oh, halt die Klappe! Es ist nur seltsam, dich so deprimiert zu sehen. Oh, ich habe mir nur Gedanken über all meine süßen Mädchen gemacht, die ich in mir Tokio zurückgelassen habe. Wie kannst du dir in Zeiten wie diesen darüber den Kopf zerbrechen? Du bist genauso mies, wie ich dachte. Aber es stimmt. Ich bin wirklich mies. Ach, Zelos. So, der Hauptstory ist, glaube ich, dass wir zum Turm müssen. Turm. 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 War doch hier irgendwo, oder? Da. Ich bin gegengeflogen. Jetzt muss ich nur noch schaffen, irgendwo zu landen. Hier. Ha, perfekt. Hallo Turm. Turm des Heils, jawohl. Wir sind hier, weil wir Colette heilen müssen und noch irgendwas brauchen, was es nur hier gibt. Okay, danke für diese Cutscene. Coming here reminds me of my journey to regenerate the world. But this time, we're here to cure your illness. I'm curious to see what the design of Tethiala's Tower of Salvation is like. Now, Zelos, open the door, quickly! You know, you can get really scary sometimes. Oh, yeah! Check me out! It's my time to shine! Do I look like a chosen or what? Yeah. Let's get going. Roger. That's a very disturbing laugh. Zelos, is something wrong? What? You're even more... even more obnoxious than usual? Nah, he's always like this. Just ignore him. She's pretty sharp. Ah, Zelos ist wie immer. Alles ist wie immer. Ganz normal. Ja. Ganz normal. Oh, da unten sind wieder ganz viele Särge. Wie beim anderen Turm des Heils auch. Kein schöner Anblick. Schnell weg hier. Ich muss gestehen, ich erinnere mich nicht an diesen Dungeon. Such a sad place. Wait a minute. Is this really Tethiala? Yeah. It looks identical to Sylveon's Tower of Salvation. My body... I can't stop shaking. This is the same place. It can't be. Lloyd, remember this? That's...
Wait, I broke that! The two worlds are connected here. Of course, it's the same place. Kratos, it's you again. Who are you really? Are you really one of Mythos' companions from 4,000 years ago? Good. Since you figured that out, it saves me the time to explain. We will take the Chosen as the new body for Martell. You're still trying to do that? Are you so intent on resurrecting Martell that you're willing to distort the entire world in the process? I have no need to explain. So in the end, you really are our enemy. I kept thinking, hoping that you might be good, but you're not. I should think that would be obvious at this point. Don't hold back this time! I hope you improved. Ach Leute, mir geht's genauso wie dir. Das ganze Spiel über dachte ich so, Kratos ist bestimmt nicht wirklich böse. Er hat seine Gründe, er hat seinen, keine Ahnung was, Secret Mission, was weiß ich was. Er ist gar nicht evil. Ne? Dann kommt dieser Kampf hier und ich habe vergessen, dieser Kampf hier kommt. Und oh meine Güte, ich überlebe diesen Kampf nicht. Das ist ein bisschen heftig. Eventuell war das so ein, du musst ihn nicht gewinnen, Kampf. Bin mir nicht sicher. Das ist neu. Oder? Oder ich hab's vergessen. Egal, jedenfalls hat es Schaden gemacht. Das ist gut. Oh, vielleicht geben wir den Kampf doch. Ich will's versuchen. Ich nehme mir ein Apfelgel. Ich sag den Leuten mal, sie sollen offensiv sein. Das ist natürlich wunderbar, dass ich jetzt nach wochenlangem Nichtspielen direkt in so einen Kampf geworfen werde, ne? Wo man so richtig sieht, so, hey, wie geht dieses Spiel nochmal? Ich hab's vergessen, merkt man? Ja, man merkt's total, ich bin down. Kann Rain mich wiederbeleben? Komm schon, Rain. Oh mein Gott, Rain, das ist kein Wiederbeleber. Wasser des Lebens. Dankeschön. 17.000. Okay, es ist machbar. Es ist machbar. Habe ich nicht Beast irgendwo? Kann ich ihn damit umwerfen? Nein, kann ich nicht. Komm schon, will ich umwerfen. Wow, ich bin schon wieder down. Rain, hebst du mich auf? Wahrscheinlich nicht, oder ich bin ja ehemals umgekippt. Das heißt, ihr alter Zauber ist noch aktiviert. Wo ist es denn? Resurrection. Go. Gut, dann machst du mal ganz schnell First Aid, weil das geht hoffentlich so schnell, wie ich hoffe. Ah, ich blocke einfach. Ich blocke einfach. Das hat mich viel gebracht. Dann mach Nurse und ich heile mich mal schnell. Ups, selber. Das ist keine Heilung. Das ist Heilung. Citrus Gel. Colette bufft uns ein bisschen. Gut, geh du mal weg von Rain. Kusch dich weg von meiner Heilerin. Weg. Weg von Rain, habe ich gesagt. Weg von ihr. Ganz weit weg. Rain, jetzt renne ich auch noch zu ihm hin. Manchmal macht sie mich ein bisschen wahnsinnig, ganz ehrlich. Heb mich auf, los. Das ist absolut kein gutes Team für einen Bosskampf. Da fehlten zwei seiner Nahkämpfer. Aber so richtig. Fehlt so ein Lloyd oder so ein Regal. Rain. Bitte aufwachen. Hey, danke, großer Auserwählter. No, nicht auf Rain. Wir schaffen das. Ich will das schaffen. Hälfte haben wir. Kriegen wir hin. Oh Gott, Judgment. Okay, ich muss Rain irgendwie wieder hochziehen. Komplett hochziehen. Ja, genau, Zardos. Genau so. Oh mein Gott, Coletti. Lebst du noch? Sieht nicht so aus. Wow, er hat sich auf die andere Seite teleportiert, mich da angegriffen. Das ist ja richtig evil. Ich spamme einfach Items ohne Ende. Aber irgendwie müsste ich ihm auch mal Schaden machen, mich nur die ganze Zeit heilen. Beast. Okay.
No, 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 hörst du auf zu zaubern? Oh mein Gott, nicht hier, Judgment. Au, au, au. Ja, gut, so sieht's aus. Hau drauf. Hau mit mir zusammen drauf. Drauf auf Kratos. Hätte. Weg, Perseia. Weg, Perseia. Tot, Perseia. Na gut, Perseia. Drain. Resurrection. Aha. Komm schon, Rain. Tut sie, was ich hier sage? Warum dauert das so lange? Okay. Ich wollte sagen, normal geht das auch schneller. Ich heil mich wieder. Ich baller jetzt echt alle Items raus. Mir egal. 5700. Okay, kriegen wir hin. Kriegen wir hin. Ich komme aber auch absolut nicht durch seine Verteidigung durch, habe ich das Gefühl. Also, der schlägt mich einfach dauerhaft, egal was ich tue. Rain, nein. Schlecht. Zelos. Rain wiederbeleben. Okay. Rain heile ich direkt mal ganz schnell selber. Okay. 3500. Ja, und Perseia down, das war irgendwie klar. Oh, das ist gar nicht gut. Das ist gar nicht gut. Colette hebt mich auf. Perfekt in Zelos Heilung rein. Sehr schön. Dann gebe ich Rain mal noch schnell ein Zitrusgel. Ulala, das war sehr knapp. Und nicht schon wieder Judgment. So. Komm schon, Kratos. Wie viel hast du noch? 515. Hitte! Beast! Hat er nicht eben noch 500? Warum? Oh, ich hab's wohl scheinbar falsch gelesen. 1100. Ah, Perseia, no! Nicht sterben! Jetzt sind's noch 500. Hopp! Cyclone-Ziel. Heaven Rising. Okay, neue Attacken ohne Ende. I would advise against resisting, for there will be no mercy this time. Are we still alive? Well, looks like we'll have our lives at least until they finish preparing Colette's treatment. Apparently she's useless the way she is now. Maybe we were tricked. He had us gather the materials to treat Colette. And then had us bring her here. That sure saved them a lot of time and effort. Kratos used us? Did he betray us again? Lloyd. I feel guilty for letting this happen to Colette and the others. I really want to know why I keep getting captured and getting thrown into jail all the time. You sure you haven't been doing anything to deserve it? We should just be glad we have our lives. Well, yeah. Damn it! This thing's built solid as a rock, and I can't open the lock either. Same here. It won't budge at all. Can Colette or Perseia break it? Nope. I'm sorry I couldn't be of use. So, we're completely trapped. Move. Whoa! How did you do that? I originally specialized in fighting with my hands, not my feet. And since X-spheres amplify their users' abilities far above their maximum limits, this result is to be expected. Then why don't you just fight with your hands? I swore I would never fight with these hands again. This time, I use them in order to save you, Lloyd. You're going to unite the worlds and save Colette, right? Yeah. That's right. All right. Everybody grab what you can and let's get out of here. Ich liebe diese Szene mit Regal. Ich warte jedes Mal, wenn ich dieses Spiel spiele, warte ich darauf, dass endlich dieser Moment kommt, wo einfach so BÄM
Schaut euch meinen Kamehameha an. Ja, er ist richtig, richtig krass. Er mit seinen Händen kämpft, aber er kämpft immer mit seinen Füßen. Nun gut, gleiten. Ja, ich glaube, das ist der Dungeon, wo ich mich immer komplett verirrt habe. Von daher beginnen wir damit zu speichern. Ist das Velgaia? Velgaia, ja. Ich habe mich hier immer verlaufen. Komplett. Da ist nur die Zelle, da soll eigentlich nichts sein. Was ist denn das hier? Ist das ein Teleporter? Ein Warp. Wohin warpt er uns? Na, nur komisch, das ist doch ein Transporter. Vielleicht gibt es am Zielort ein Problem. Na Mann, was können wir machen? Wir können nicht hierbleiben. Lloyd, ich flieg mal hoch und sehe mich um. Okay, aber tu nichts Gefährliches. Ich weiß. Whee! Whee! Na ja, wird doch nichts passieren, oder? Ich find's übrigens komisch, dass sie Colette mit den anderen zusammen eingesperrt haben. Wenn sie eigentlich ja sie wollen, um Martells Körper wieder zu beleben, bla bla, dass sie nicht irgendwo anders hingepackt haben. Bisschen seltsam. Lass sie mal machen. Ich habe ein Schieberätsel gefunden, glaube ich. Diese Kiste muss im Weg sein. Okay. Scheinbar bin ich jetzt nur Colette. Zack. Yeah, Schieberätsel gelöst. So. Das ging ja schnell. Das Problem scheint behoben zu sein. Ich weiß. Okay, gehen wir. Dann will ich aber erst wissen, was da unten ist, weil jetzt wirkt der Weg auf einmal so richtig. Was haben wir denn hier? Noch ein Teleporter? Ah nein, okay, es ist ein gar nichts. Ja gut, dann haben wir nur den einen Weg vorerst. Ah, okay, vielleicht ist das doch nicht der Dungeon, wo ich mich immer verlaufen habe. Oder der Ich-verlaufe-mich-Teil kommt erst noch. Man weiß ja nie, nicht wahr? They're all angels. We're gonna get caught if we keep wandering around here. You're right. We'll pretend to be Colette's prisoners. She should be fine because she's an angel. Okay. Egal, wo man hinschaut, überall nur Engel, Engel, Engel. Und sie sehen alle aus wie durchgeknallte Puppen. Puppen? Sicher, du kannst absolut nicht erkennen, was in ihnen vorgeht. Es ist schwer zu glauben, dass sie Halbelfen sind, wie Professor Rain und Genus. Bin ich auch so? Bitte? Sie erinnern mich an mich selbst. Bin ich wirklich menschlich? Was redest du denn da? Natürlich bist du menschlich. Yeah! Ich weiß nicht. Okay, Professor, vielleicht anfangs, wo du den Exvias hattest, warst du auch so wie die, aber jetzt ist ja alles wieder gut. So gut, wie es halt sein kann, ne? Es ist schon eine Weile her, seit ein Nicht-Engel in Velgaia gesehen wurde. Mal abgesehen von unseren Anführern. 800 Jahre ist es her, dass ein Wesen ankam, das zum Schrein von Martell bestimmt war. Irgendwas in dieser Stadt ist seltsam, aber ich kann nicht sagen, was. Vielleicht, weil es hier zwar nie viele Leute gibt, aber es trotzdem nicht lebendig wirkt. Also obwohl es hier viele Leute gibt. Ja. Sie leben, aber sie wirken wie tot. Sie denken nicht einmal. So scheint es. Waschkurs ist tot, ist falsch. Okay, ich würde sagen, dann werden wir uns beim nächsten Mal in dieser Stadt der Engel umsehen und umhören und alle Leute anquatschen. Mal gucken, was es hier zu entdecken gibt. Also dann. Ciao, ciao.